Gehörst auch du zu den Menschen, die schon lange am spirituellen Weg sind, die schon viele tausend Euro für ihre Weiterentwicklung, ihre Entfaltung, ihre Karma-Auflösung und alles ausgegeben haben, Familienstellen, Schamanen, Reiki und vieles andere gemacht haben und dennoch merken, irgendwie stecke ich, irgendwas blockiert mich und irgendwie komme ich nicht vorwärts. Ich habe immer dieselben Kunden, oder dieselben Finanzprobleme, dieselben Probleme mit Behörden oder mit der Beziehung. Und ich drehe mich im Kreis. Und ich habe das Gefühl, die Jahre verschwinden und ich drehe mich im Kreis. Ich komme nicht vorwärts. Wenn auch du dieses Gefühl kennst und es leid bist, so weiterzumachen, weil du merkst, dir zerrinnt die Zeit in den Fingern. Und finanziell macht es auch oder hinterlässt es auch so seine Spuren. Dann lade ich dich ein, mir ein paar Minuten hier zu folgen. Mein Name ist Michael König-Preuß aus Saalfelden in Österreich. Zu mir kommen diese Art von Menschen. Und mit meiner Methode, eine Mischung aus Vergebung, annehmen, das Hauptwerkzeug ist die Seelensprache, kombiniert mit einer Vielzahl von Lichtmächten, ist es mir möglich, an Ursachen hinzukommen, wo du mit anderen Methoden mitunter nicht hinkommst. Wenn Urblockaden, Karma, Seelenverträge, Seelenverkäufe sind, Verfluchungen, Schwarzmagie, Zauberei oder fremde Energien irgendwo aus irgendwelchen Leben, Atlantis, Lemurien, mit Zaubereien und. Die ganz verrückten Dinge, wo andere nicht hinkommen. Da komme ich hin mit meiner Art der Arbeit. Und ich biete dir an, ich biete dir eine Lösung an, wenn du bereit bist für den nächsten Schritt, einen ungewöhnlichen Schritt, mit meiner Methode, in Kombination mit Seelensprache und Lichtmächte kommst du dahin, wo du schon lange hin willst. In Freiheit, in Freude, in Selbstermächtigung, dass du endlich merkst, ja, das bin ich. Ja, da jetzt spüre ich die Kraft, ich spüre das Licht durch mich durchfließen. Ich spüre, mein Herz geht auf. Ich spüre die Lichtmächte um mich herum. Ich spüre, wie meine Ahnen alle da sind und wie aus Zuschauertribünen zuschauen. Und mich unterstützen und nicht blockieren. Und wenn die Arbeit vorüber ist, alle ahnen bis zurück zum Anbeginn der Schöpfung, die Zuschauertribünen dankend verlassen und gehen. Und du Tränen hast in den Augen, weil du merkst, was jetzt gerade für eine Heilung passiert ist. Das biete ich dir an. Ich biete es logischerweise in Einzelsitzungen an, nur habe ich gemerkt, da passiert Wichtiges, aber es ist zu wenig, um den Durchbruch zu schaffen. Dahin, wo du ja hin willst, da wo deine Seele endlich aus diesem Hamsterrad, aus diesem Wahnsinn, aus der immer wiederholenden Problemsituation raus will. Und dafür habe ich dieses 8-Wochen-Programm kreiert. 8 Lebensbereiche, Seelensprache, Karma, fremde Energie, Urblockaden, Transformationsprogramm. Da lade ich dich ein, teilzunehmen beim nächsten Termin, um deinen Vorteil daraus zu haben. Diese 8 Lebensbereiche gliedern sich in deine Urblockaden mit Karma, fremde Energie, Schwarzmagie, Seelenverkauf, Bündnisse mit Dunkelmächten, Täter- und Opfererlebnisse aus allen wahnsinnigen Zeitepochen. Die Woche 2 ist deine Familienherkunft. Was kommt von deinen Ahnen an Energien, an Blockaden, an Verfluchungen, Verwünschungen, an Glaubenssätzen, an Verhaltensmustern und. Die nächste Woche ist deine Partnerfamilie. Was kommt von einer Partnerfamilie, Schwiegervater, Schwiegermutter und weiter zurück an Blockaden, an Nicht-Gönnen, an und. Da gibt es Wahnsinn, das magst du gar nicht wissen. Aber du wirst erfahren, du wirst lernen, am eigenen Leibe erfahren
und du wirst das lernen in diesen 8 Wochen, wie du das selber für dich und für deine Klienten oder vielleicht Freunde, Familie transformieren kannst, wer immer dafür bereit ist. Die Woche 4 ist dein Haus, deine Wohnung. Du lernst, wie du mit Gedanken, Wasseradern, Elektrosmog, 5G, Handymasten und Zeugs und Sachen entstören kannst. Unfassbar einfach und wirkungsvoll. Du lernst, wie du das Karma von deinem Wohnort, von deiner Wohnumgebung, von deinem Dorf oder von deinem Land, Deutschland, Schweiz, Österreich, Brasilien, wie du das Karma damit lösen kannst. Das gibt dir unfassbare Freiheiten, dass du nicht mehr irgendwo gebunden bist, sondern dass du frei bist, dahin zu gehen, wo dein nächster Schritt ist, vorwärts zu gehen im Leben, aufzustehen, dich zu erheben. Dann ist der nächste Teil der fünfte Teil ist der Arbeitsplatz. Der Arbeitsplatz. Wo arbeitest du? Warum arbeitest du dort? Warum hast du diesen Chef, diese Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen? Warum wirst du gemobbt oder unterdrückt? Oder warum arbeiten deine Mitarbeiter nicht gut mit dir? Warum verlassen sie dich? Oder warum hast du immer Diskussionen über das Geld, über die Bezahlung? Oder warum zahlen dich deine Kunden nicht regelmäßig, nicht gern? Oder all diese Dinge. Warum hast du Probleme, Geld anzunehmen? Ein spirituell sehr weit verbreitetes Problem. Warum hast du Schuldgefühle, Schamgefühle, wenn du 100 oder 200 oder 1000 Euro für eine Arbeit verlangst? Warum? Warum ist das so? Und wie kann ich das lösen? Das ist ein Teil 5. Teil 6 sind die Glaubensmuster. Warum glaubst du, was du glaubst? Warum bist du da, wo du bist? Was hat dich dahin geführt? Was hält dich da? Sind diese Glaubensmuster sinnvoll? Oder sollte ich die ändern? Wie kann ich die ändern? Auch das wird gemacht und lernst du an dir selbst und an den Kursteilnehmern. Könnt ihr unterschiedlich arbeiten, Frauen von Frauen, Frauen mit Männern, Männer mit Männern, bunt gemischt, dass ihr das lernt, an euch selbst und an anderen zu tun und ihr Erfolge merkt von Woche zu Woche. Dann, der siebte Teil ist das Geld, das liebe Geld, die Finanzen. Da hängt bei den meisten Menschen hängen Blockaden, Schuld, Scham, schlechtes Gewissen, verantwortlich fühlen, nicht wollen und da und da und da und jeder braucht's. Das ist ganz ein spektakulärer Teil, dass damit ein Friede ist und es so fließt, wie es göttlicher Wille ist. Und Gottes Wille ist nicht, dass du in Problemen rummurkst, sondern dass du im Fluss bist und dass du so leben kannst, dass du eine Freude hast, dass du eine Freiheit bist, in Glück bist, in Erfüllung bist und dich wohlfühlst und Energie hast und dir nicht vom Geld die Energie nehmen lässt. Und die letzte Woche, Nummer 8, ist dann eine Wiederholung all dieser Dinge, wo wir noch schauen, was fehlt noch, wo braucht es noch etwas. Was ist ein wichtiger Teil? Wie können wir das Ganze am besten abschließen? Und ich lade dich ein. Nimm dieses Angebot an. Es ist so enorm heilsam. Jetzt in dieser Gruppe erleben wir so viele Wunder. Es ist kaum zu sagen, was da alles passiert. An Wandlungen, Transformationen, wo sich Dunkelheit löst, Verbindungen getrennt werden, seit eh und je, und Licht kommt und Segnungen kommen und Verbindungen kommen mit Mutter Erde und der Quelle und deinen Geistführern und Geisthelfern und, da kommen Dinge her, sagenhaft. Ich lade dich ein, nütz dieses Angebot, gönn dir das selbst, dass du jetzt aus diesem Ding rauskommst und dir ein weiteres Jahr am Kreis drehen, krankmachende Gedanken, Gefühle und Situationen dir ersparst und dir auch ein Geld ersparst, weil wenn dies du buchst, das wirkt, kommt dein Leben in Fluss, es kommen deine Geschäfte in Fluss und alles. Weil all diese Schuld, Scham, schlechten Gewissen, Bündnisse, Verträge, Schwüre, Eide, Gelübde weg sind.
danke dir für deine Aufmerksamkeit. Der nächste Termin wird sein im September 2021. Dann gibt es einen im November. Irgendwann wird es auch einen englischen geben. Die Termine findest du auf meiner Webseite gesundsi.at. Schau rein, schau dir das Programm ein, schau dir ein, zwei Videos an. Wenn du dich wohlfühlst, wenn du dich angesprochen fühlst, dann bitte nimm Kontakt mit mir auf. Und wenn ich das Gefühl habe, das hilft dir wirklich, dann können wir das Geschäftliche vereinbaren, was, wie, wo. Ich danke dir. Ich sage noch ein paar Worte in Seelensprache, da dies der Hauptteil ist. Und wenn du dich da angesprochen fühlst, ist alles klar. Wenn du davon Angst hast, dann wird es wahrscheinlich nicht funktionieren. Lass es ganz einfach wirken auf dein Herz. Dein Verstand wird es nicht verstehen. Lass dein Herz fühlen, was gesagt wird. Es ist die Ursprache, die Lichtsprache, die von der Quelle kommt, durch mich fließt, ohne dass mein Verstand weiß, was gesprochen wird. Ich bin denn nur im Jetzt, mein Herz ist auf, ich smile und es fließt zu dir und ich spüre im höchsten Fall, um was es gehen könnte. Und mit dem sind unfassbare Dinge möglich. An Erlösungen und an Segnungen und an Wiedererweckungen, die fabelhaft sind. Enje moe ki li wa eshe le amamu angwadari kete neshe segdat lut me zende mem. Este munde konde kinde wo kota shins mele karit gishit bleb tuota nit gesat de dat vod kim kim kim. Ede vod kim de nonne nash bedam, ede vod kim mutte gos gishit gilat gi, ede vod kim just a mumme dana ton 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 ton. Ede toi ti tai, ede toi ti tai, ede toi ti tai, munde jay, ende kota goma jay, ende kota lagana jay, ende mutte sikirate manjam. Ama jam, jay 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 jay, evum ki 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 ki, ey linda godom ki ki ki, jay choy zavai, jay choy zavai, jay choy zavai, bay yakia jay, manda sadaya shmage, jay ehey mas. Wow, das war sehr kraftvoll. Jay ist eine Freude. Ja, Freude ist das Endziel. Wenn das Zeugs gelöst ist, was dir die Freude im Leben raubt, ist es weg. Und dann ist nur die Freude übrig. Wie ein Baby, das nichts weiter tut, als strahlen und Freude hat. Und somit die Menschen rundum ansteckt, mit seiner Fröhlichkeit. Und die anderen Menschen anfangen zu strahlen. Und es ist die Kunst, werdet wie die Kinder, dass wir wieder anfangen zu strahlen, die Freude da ist. Und das geht, wenn alles, was dir die Freude raubt, erledigt ist, erlöst ist, ist nur die Freude da. Das ist meine Aufgabe. Ich freue mich von Herzen, wenn du dich angesprochen fühlst und dich meldest für den nächsten oder übernächsten Kurs, wann immer es dir passt. Und ich dir damit helfen kann, mit dem, was ich halt kann. Danke dir. Jai Choi Linda Mokwam. Kim Kim Jai Jai Jai. So Sawak Kim. Michael König-Preuß von Gesundsi in Saalfelden, Österreich. Einen wundervollen Tag wünsche ich dir.